Guten Tag, meine Damen und Herren, und willkommen an diesem wunderschönen Montag zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ich kann wohl mit Glück wünschen und mit Freude erwähnen, dass es heute das erste Video ist, was ich nicht in die Gesundheitskategorie einstufe, sondern das erste Video, wo ich sage, es kommt teils aus dem Sozialen, weil es geht um einen Menschen. Einen Menschen, der noch nicht so viel bewegt hat oder so, aber der vielleicht in Zukunft einen großen Meilenstein in der Weltraumforschung erlangen wird. Aber dazu kommen wir gleich noch. Und gleichzeitig, also auf der einen Seite aus dem sozialen Bereich, also von Menschen her, auf der anderen Seite können wir das Ganze auch in Fortschritt einstufen, weil das Thema auch sehr viel mit dem Fortschritt zu tun hat und es für mich auch persönlich schon fast sehr wichtig ist, dass wir für unsere Zivilisation es schaffen, einen anderen Planeten bewohnbar zu machen erstmal. So. Die meisten können sich jetzt schon denken, welcher Planet es ist. Es geht heute um den Mars. Aber es geht nicht direkt um den Mars, auf den gehen wir dann ganz kurz ein. Es geht um eine Frau namens Alyssa Carson. Alyssa Carson war mit drei Jahren, sie hat einen Cartoon, einen ihrer Lieblingscartoons gesehen. Und da war ihr schon klar, dass sie irgendwann mal auf jeden Fall zum Mars möchte. Sie hat immer wieder ihrem Dad davon geschwärmt. Und er hat es auch probiert, auf jeden Fall zu unterstützen und alles, hat es auch öffentlich gemacht. Und im Alter von 12 Jahren hat sie schon alle 3 NASA Space Camps abgeschlossen. Einer ist in den USA, einer ist in Kanada und einer ist in der Türkei. Und sie hat schon mit 12 Jahren alle abgeschlossen. Sie kommt ursprünglich aus Louisiana, also in Amerika, und ist mit 18 Jahren die eigentlich besttauglichste Angeherin für diesen Titel, dass sie mal zum Mars fliegen darf. Weil der erste bemannte Flug von der NASA soll 2032 will die NASA zuerst auf dem Mars. Und da wäre sie halt dann jetzt nur noch ein bisschen älter, da wäre sie dann 30 Jahre, das ist perfekt. Und 2025 will SpaceX zum Mars, da wäre sie 25, auch ein sehr gutes Alter, noch sehr jung, noch sehr agil. Ja, weshalb sie eben als Top-Kandidatin gilt, die erste Frau auf dem Mars zu sein. Und darum geht es im Video und willkommen. Hab's jetzt schon ein bisschen viel gelabert, ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen, aber ja, wie kommt man überhaupt dazu? Wie schafft man es überhaupt? Also erstmal braucht man den Traum. Alyssa Carson, wie gesagt, seit sie drei war, hat sie diesen Traum. Sie hat mit 12 schon 3 NASA Space Camps abgeschlossen und sie besitzt eine Raketenlizenz. Das heißt, sie kann theoretisch eine Mini-Rakete bauen und programmieren. Also es sind schon einige Sachen. Jetzt denken sich manche, ja, wenn ich das alles jahrelang übe, dann kann ich das auch. Ja, okay, gut, aber dann macht es mal. Dass sie diesen Willen von Anfang an hatte, das finde ich wirklich beeindruckend. Und deshalb mache ich auch das Video, damit sozusagen einfach ein gewisser Respekt auch gezollt wird. Und ihr natürlich informiert werdet. So, also sie kann schon mal eine Mini-Rakete bauen und programmieren. Das ist eine gewisse Voraussetzung. Dann hat sie das Astrobiologie-Grundstudium. Klar, es gibt noch die einzelnen Weiterbildungen. Aber das Grundstudium hat sie in 4 Sprachen abgelegt. Darunter Englisch, Spanisch, Französisch und Chinesisch. Und sie ist eine Amerikanerin, ja, also 2 europäische Länder und China für das Astrobiologie-Grundstudium, hat sie das Astrobiologie-Grundstudium abgeschlossen. Das heißt, sie hat 4 Mal studiert in verschiedenen Sprachen. Sie kann eine Rakete bauen und programmieren, also eine Mini-Rakete ist dafür erforderlich. Sie hat alle 3 NASA Space Camps im jüngsten Alter von einem wo je eine Person abgeschlossen hat, abgeschlossen und ist damit wohl echt eine Top-Kandidatin, um als erste Frau auf dem Mars zu fliegen. Sie weiß auch selber, dass die Reise 3 Jahre dauern würde, sowohl hin wie auch zurück, aus wir finden in der Zeit einen schnelleren Treibstoff oder den schneller und besser umzusetzen, aber beziehungsweise einen ganz anderen Antrieb überhaupt, aber dazu wird es, denke ich, nicht kommen. Also können wir auch 2025 beziehungsweise 2032 von einer Reisedauer von ca. 3 Jahren ausgehen. Es kann natürlich auch sein, dass die Reise dann für immer gehen wird. Und das ist sie sich auch bewusst. Und das mit 18 Jahren. Also wirklich, vor allem besteht auf dem Mars noch die andere Gefahr, dass wir kein Magnetfeld, wie wir bei uns auf der Erde haben, was uns vor kosmischer Strahlung zum Beispiel von der Sonne schützt oder von anderen großen kosmischen Ereignissen eben. Und die hat der Mars nicht. Weshalb zum Beispiel Geschwüre oder Hirnschäden oder so beim Mars viel häufiger auftreten werden, wenn wir jetzt keine passende Schutzkleidung zum Beispiel tragen, weil auch durch Wände oder so geht diese kosmische Strahlung durch. Auf Mars wäre sie da nicht so geschützt und das ist sie sich auch bewusst, dass sie weiß, sie könnte dort sterben, es könnte ihr letzter Flug sein. Aber ich verstehe es auf der anderen Seite, dass sie sich selbst sagt, okay, ich habe diese Chance, ich kann der erste Mensch mit ein paar anderen, aber vielleicht wird sie dann sogar der erste Mensch sein, der den Fuß auf den Mars setzt.
Aber ja, und diese Chance hat sie und das weiß sie. Und ich weiß auch, ich verstehe es, weil ich würde sie auf der einen Seite auch total nutzen, aber ich würde nicht, glaube ich, alles, was ich liebe, hinter mir lassen können. Das ist ziemlich schwer. Aber auf jeden Fall eine tolle Chance und sie hat den größten Respekt auf jeden Fall für mich. Genau. Auch sie hat selber schon mal gesagt, wenn die Sonne in einigen Milliarden Jahren erlischt, brauchen wir eine neue Heimat. Eine bemannte Forschungsmission würde für künftige Expeditionen unser Wissen extrem vermehren. So, ich habe es gerade kurz abgelesen, das Zitat. Also sie hat auch gesagt, dass sie das alles tut, um einfach für die Menschheit in der Zukunft schon mal die Menschheit für die Zukunft schon mal abzusichern. Dass wir schon mal einen zweiten Planeten haben, wo wir jetzt schon anfangen können, für ein paar tausenden Jahren Stationen zu bauen, das Ganze ein bisschen aufzubauen, uns überhaupt erstmal zu forschen, was der Mars überhaupt genau ist. Wir hatten schon ein paar Rover drauf, wir sehen ihn von hier, wir hatten schon ein paar Satelliten um ihn rumfliegen, aber was genau? Kein Mensch war bisher eben auf dem Mars und deshalb finde ich das auch ganz so begeisternd und deshalb mache ich auch gerade ein Video darüber. Auch als Zitat hat sie mal gesagt, wer auch immer zum Mars will, ich bin dabei. Und dieses Ziel hat sie eben, seit sie so jung ist. Und deshalb finde ich es auch großartig, dass sie ja da so dahinter steht. Und das in so jungen Jahren. Ich finde es wirklich toll. Kommen wir nochmal zu ein paar Fakten zum Mars. Mit der Venus und mit dem Merkur ist der Mars der Planet, der der Erde am nächsten kommt. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben die Sonne und sowohl der Merkur wie auch die Erde, wie auch der Mars und die Venus kreisen um die Sonne. Alle in verschiedenen Geschwindigkeiten und in verschiedenen Abständen, weil es ist nicht genau kreisförmig immer ein gleicher Abstand zur Sonne, sondern es ist im Oval. Das heißt, da ist sie mal weiter weg als da, etc. etc. Und somit auch von der Erde und zum Mars, zur Venus und zum Merkur sind auch immer in unterschiedlichen Abständen. So, aber beim Mars haben wir die Chance, alle 2 Jahre gibt es die Möglichkeit, dass der Mars, also dann ist der Mars am nächsten Punkt zur Erde und dann bräuchten wir eben 3 Jahre, um dahin zu fliegen. Das heißt, wir müssten schon im Voraus berechnen, wann dieser Zeitpunkt ist, um dann genau diese Zeit zu nutzen, wenn wir dann dahin fliegen. Okay, ich muss mich gerade verbessern. So, um nochmal zum Anfang des Videos zurückzukommen, weil ich muss mich jetzt ganz kurz verbessern. Ich habe ja gesagt, die Reise würde 3 Jahre dauern. Das heißt, die Reise hin und zurück. Jetzt nicht nur der reine Flug. Und der Flug würde, weil ich habe ja gerade gesagt, also der Mars ist alle 2 Jahre, ist in den besten Abständen zur Erde. Und wir würden keine 3 Jahre dann hin brauchen, das ist eine kleine Verbesserung, sondern 6 Monate. Das heißt, in diesem besten Abstand bräuchten wir 6 Monate, um dann zum Mars zu kommen. Aber wir müssten ihn trotzdem ein bisschen im Voraus berechnen, dass wir genau diese 6 Monate eben einhalten können. Aber das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Und natürlich, man muss auch beachten, neben dem, dass der Mars kein Magnetfeld hat, um kosmische Strahlung abzuwenden, dass der Mars generell sehr unwirtlich ist, hat er noch eine Temperatur von minus 63 Grad Celsius. Und jeder von euch, der allein schon mal bei 0 Grad oder bei minus 10 Grad draußen war und sich jetzt nicht zu warm oder so gekleidet war, kann sich vorstellen, was für eine Kälte minus 63 Grad sind. Also es ist schon, würden wir uns jetzt ein paar Minuten komplett körperfrei bei minus 63 Grad befinden, würde der Körper sehr schnell anfangen zu frosten und dementsprechend auch sehr schnell anfangen irgendwann zu erfrieren. Und es würde nicht sehr lang dauern halt. Weshalb wir uns auch dafür gewisse Wärmeschutzmaßnahmen für den Mars überlegen müssen, dass das eben nicht passiert. Und zum letzten Fakt hat der Mars auch nur eine Atmosphäre von 0,5, also er hat eine generell sehr dünne Atmosphäre. Und diese dünne Atmosphäre hat einen Sauerstoffanteil von 0,15%. Wir müssen uns vorstellen, bei uns, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, wir hatten 2 Drittel Stickstoffanteil und 1 Drittel Sauerstoff. Das heißt, wir haben fast 33% Sauerstoffanteil auf der Erde und kommen ganz gut zurecht. Aber mit 0,15% ist halt die Frage, wie wir das auch wieder meistern würden. Das heißt, wir bräuchten riesige Sauerstoffvorräte oder wir müssten irgendwie die Atmosphäre des Mars in Sauerstoff umwandeln können und dafür auch noch haufenweise Technik haben. Das heißt, es gibt noch Hürden. Die Leute arbeiten täglich dran, diese aus dem Weg zu schaffen. Wir haben auch schon sehr viele Erfolge erzielt, aber es gibt noch diese Hürden. Trotzdem glaube ich fest daran, dass Alyssa Carson irgendwann zu den Menschen gehört, wenn alles natürlich gut läuft. Ich wünsche ihm das Beste, auf den Mars zu kommen. Und ich hoffe, ich konnte euch damit jetzt mal so meine erste Nachricht ein bisschen von mir geben. Ich finde es super unglaublich. Auf jeden Fall nochmal an alle, die die Möglichkeit haben, zollt ihr den Respekt. Sie hat es auf jeden Fall verdient. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Beim nächsten Nachrichtenvideo wird es ein bisschen weniger Stotter geben. Und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Montag. Immer schön glücklich bleiben, immer schön produktiv bleiben und immer schön effektiv bleiben. Lasst ein Like da und ein Abo. Würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Das war's.